Ui, ui, ui. Auch Leute, ganz ruhig, ich habe genug für euch alle. Ich auch noch ein Sturmgewehr dabei. So, so, so. Oh Gott. Eine Pistole wäre jetzt ganz gut. Aber nee. So. Da vorne ist er doch. Dort ist der Gravitationslift. Er funktioniert noch. Damit kommen wir wieder rein. Wir bleiben mal hier in der Kühlflüssigkeit. Nicht. Genau das wollte ich, dass ich das erstmal schön regeneriert hier. Ja, werf die Granate vor dich hin. Perfekt. Meine Güte, ey. Schwere Geburt. Und ab ins Schiff. Von hier aus dürften wir in die Steuerzentrale des Schiffs gelangen. Oben unten. Okay, probieren wir es, Cortana. Folgen Sie der Wegbeschreibung von Cortana in den Kontrollraum. Die Allianz ist ein Chaos. Ich kann nicht auf die Pläne des Schiffs zugreifen. Laut meinen Aufzeichnungen müsste sich hier ein Hangar befinden. Wir haben uns hilft uns ein Hangar, wenn wir in den Kontrollraum wollen. Gott. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt die Schuhe und Reconciliation ist oder nicht. In den Ecken sehen Sie. Die Flut sammelt dort Körper. Ah. Sieht ziemlich bäh aus. Runter will ich jetzt auch nicht so gerne. Okay, 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 nur nicht umdrehen. Da hängt was an dem Vieh. Einfach nicht hingucken. Alles ist gut, Leute. Da brauche ich nur mal ein bisschen, wieder ein bisschen Aderwahlschruck-Munition. Du auch noch? Was war das denn jetzt? Wo sind wir hier? Das war nicht geplant. Lass mich in Ruhe, mein Schild muss ich aufladen. Dankeschön. Was wollt ihr denn da? Hier ist auch noch Allianz drin, ich glaub's ja nicht. Okay, da müssen viele gestorben sein. Ja, es sind wirklich viele gestorben. Noch mehr Allianz. Feige Sau hier, der Rote. Obwohl der noch Schild hatte, ist der zurückgegangen. Okay. Okay, hier haben wir den Hangar, den Cortana gefunden hat. Hangar. Von der dritten Ebene aus müssten wir in die Steuerzentrale gelangen. Okay, machen wir. Was auch immer Cortana sagt. Ich habe Ihnen
Befehl erteilt. Hauen Sie ab! Er ist im Delirium, er leidet. Wir müssen ihn finden. Aha, er leidet. Was zum Teufel? Ernsthaft hier drin ein Jäger? Das ist aber böse. Aber wir können ja Frontal einfach in den Bauch schießen. Und Totalver. Das ist ja auch kein großes Problem mehr, wenn man das weiß. Hier geht's nicht mal weiter. Wunderschön. Wir müssen aber in diese Richtung. Da hilft uns das nicht viel, wenn wir da in die andere gehen. Uiuiui. Da mal gut aufgeräumt. So, müssen wir hier wahrscheinlich lang. Oder? Sieht schon besser aus. Ach du Schande! Nee. Da waren aber wirklich zu viele. Dann kommt man wirklich vom Regen in die Traufe, wenn man weiterläuft und dann kommt man noch die nächsten Gegner. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, hier bin ich noch. Toller Spawner, mal wieder. Okay, die haben wir ausgemetzt. Dann nochmal weiter. Meine Güte, das Schiff ist wirklich ein riesiges Labyrinth. Boah, da geht die Party ab. Uiuiui. Ganz ruhig. Ah, okay, hier sind wir in der dritten Ebene. Die Steuerzentrale müsste in dieser Richtung sein. Schande, nee. Nee. Meine Güte, ey. Das ist wirklich schwierig mit den ganzen Flats. Also. Meine Güte, ey. Das ist auf einmal Ende mit dem ruhigen Rumgerennen, das wir bis jetzt ja die ganze Zeit hatten. Und bis jetzt war es ja verhältnismäßig leicht, aber. Großflinte vielleicht? Nee. Also gut, dann müssen wir ein bisschen hier mitarbeiten. Ja, war natürlich jetzt Wahnsinn, dass wir die jetzt alle dadurch getötet haben. Die Zentrale müsste in dieser Richtung sein. Super. Der Captain. Der Captain, seine Lebenszeichen werden schwächer, viel schneller. Was schneller? Guck's dir doch mal an, Cortana. Du kannst doch gerne selber ein bisschen laufen.
und kämpfen und was weiß ich nicht alles machen. Müssen wir hier hin? Okay, hier sind wir in der Steuerzentrale. Und dann gehen wir hier mal hoch, Leute. Und guckt es euch an. Das ist Captain Keys. Guckt es euch einfach an. Keine menschlichen Lebenszeichen. Der Captain ist einer von ihnen. Die Flat dürfen sich nicht ausbreiten. Sie wissen, was er erwarten würde. Was er verlangen würde. Fertig. Ich habe den Code. Wir sollten gehen. Wir müssen zurück zu Atem. Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen. Okay, also denselben Weg zurück. Fliehen Sie durch den Shuttle-Schacht. Was geht jetzt schon wieder ab? Oh meine Güte, ey, Leute. Kommen Sie wieder von allen Seiten und wir sind mittendrin. Boah, ich fasse es ja nicht. Weg hier. Boah. Leute. Sackgasse, das gibt's doch nicht. Den richtigen Weg wähle ich mal wieder als letztes. Also das Schiff ist sowas von infiziert. Wir müssen zurück zu Atem. Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen. Kein Kommentar, Leute. Ich glaube, das gerade war ein Flakgeschütz. Ja, die haben die hier, Tatsache. Ich glaub's nicht. Meine Güte, weg hier. Boah. Bitte setz den Kontrollpunkt. Bitte. Wo kommst du denn her? Elite, lass es sein. Lass es sein. Überleben wir den Sprung? Perfekt. Schnappen Sie sich eine der Banshees, damit wir zurück zur Pillar of Autumn kommen. Das machen wir ganz einfach. Und raus hier. Raus hier.
Perfekt. Oh. Gott sei Dank. Super, Leute. Ja. Wir haben die Mission geschafft. Super, wir kommen gut voran, Leute. Denn das müsste jetzt eigentlich die letzte Mission sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ist jetzt auch schon einige Zeit her, dass ich das Spiel gespielt habe. Und dann heißt das also die finale Mission. Und mal schauen, was hier auf uns wartet. Wir kehren schließlich zur Pillar of Autumn zurück. Und das Pferd, auf dem sie hereingeritten. Und das Pferd, auf dem sie hereingeritten sind. Meine Güte, übelster Fail. Und hier seht ihr die Pillar of Autumn. Es hält. Wir schaffen es nicht. Doch. Hochziehen, hoch! Das war Absicht, stimmt's? Und damit willkommen auf der Pillar of Autumn. Aber Leute, vor diesem finalen Level noch einmal ein Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet unbedingt das nächste Mal wieder ein, Leute. Jetzt wird's spannend. Bis zum nächsten Mal.